Grüß euch, gehen wir es wieder an, den Topf nehmen wir gleich zum Polenta kochen. Weil wir machen heute einen Polenta schmoren mit einem Zwetschgenröster. Einfach Milch erhitzen, Butter dazu, den Polenta einrieseln lassen, ab und zu mal umrühren, sonst kommt euch der Polenta ins Gesicht. Unseren Polenta stellen wir jetzt auf die Seiten und lassen ihn auskühlen. Und als nächstes machen wir unseren Zwetschgenröster. Dazu tun wir Zucker karamellisieren. Das Ganze löschen wir jetzt ab mit einem Portwein. Eine frische Vanille geben wir noch dazu. Der Zucker hat sich jetzt gelöst, wir dicken das Ganze mit Puddingpulver ein und darin kochen wir unsere geviertelten Zwetschgen weich. In der Zwischenzeit machen wir bei unserem Polenta-Schmarrn weiter, dazu geben wir Eier und den Topfen hinein und zum Schluss heben wir unseren Eischnee unter. Die Masse wird jetzt in eine gebutterte Pfanne geben und das schieben wir jetzt bei 180 Grad in den Ofen. Unser Schmarrn ist jetzt fertig und jetzt gehen wir anrichten. Als erstes geben wir unseren Schmarrn auf den Teller. Und als nächstes unseren Zwetschgenröster. Der Polenta-Schmarrn ist eine moderne Alternative zum Kaiserschmarrn. Probiert es einfach aus und wie ihr gesehen habt, es braucht noch ein bisschen Steilerkraft.